DFB-Pokal Viertelfinale SV Hennstedt-Ulzburg gegen Turbine Potsdam. So ein Pokalspiel heute, das ist natürlich ja ein Unterschied, wenn man jetzt es vergleicht mit einem Pokalspiel bei den Männern. Wenn da ein Erstligist auf ein Zweitligist trifft, dann weiß man häufig, ja, hier ist immer was drin. Hier ist immer auch, ja, auch oft eine serielle Chance. Und da kann auch mal Bayern München gegen einen Zweitligisten rausfliegen. Das ist im Frauenfußball schon nochmal eine andere Geschichte. Aber das macht natürlich auch für uns auch diesen Reiz dieses Spiels aus. Also wir haben uns, glaube ich, sehr gut darauf vorbereitet. Wir unterschätzen keinen Gegner, egal in welcher Liga er spielt. Ja, ich glaube, der erste Gedanke, als wir das Los Turbine Potsdam gezogen haben, war, wow, Traditionsverein, eine Menge Qualität. Ich glaube, die haben alles gewonnen, was man gewinnen kann. Wir freuen uns schon seit Tagen auf dieses Spiel und dementsprechend war von heute Morgen so ein bisschen die Aufregung da und auch die Vorfreude auf heute Abend. Ja, ich glaube, die Stimmung im Team ist aktuell richtig gut, also auch eben in der Kabine bei der Ansprache. Ich glaube, natürlich sind alle etwas nervös, aber die Vorfreude überwiegt auf jeden Fall und ich glaube, alle können es kaum erwarten, wenn dann um 19 Uhr endlich der Ball rollt. Unsere Mannschaft zeichnet aus, dass wir einen tollen Teamgeist verfügen. Wir haben auch so unseren Aufstieg geschafft unter schweren Bedingungen. Schlüsselspieler sind weggebrochen, lange Corona-Pause. Wir wollen es versuchen und so ist auch heute unser Plan. Wir wollen auch versuchen, den Zuschauern hier etwas zu bieten. Ob es Torschancen sind, ob es Ecken sind, die wir herausholen. Vielleicht auch ein Tor schießen, vielleicht auch zwei. Aber hier mutig heute zu sein. Wir waren richtig motiviert, wir hatten richtig Bock aufs Spiel. Zum Anfang waren wir ziemlich stark, haben gut gegengehalten, würde ich sagen. Dann kam in der ersten Halbzeit so ein kleiner Tiefpunkt, sage ich mal, wo auch die Tore dann eins nach dem anderen immer wieder kamen und wir es leider nicht stoppen konnten. Ja, und zur zweiten Halbzeit würde ich nur sagen, dass wir nur zwei Gegentore bekommen haben. Und ich glaube, das spricht für uns, dass wir echt nochmal alles reingehauen haben, jeder gekämpft hat. Es war einfach ein Erlebnis, auch vor den ganzen Zuschauern einfach mal alles geben zu können. Ich würde behaupten, dass der Weg ins Viertelfinale für uns jetzt nicht unbedingt einfach war, aber vielleicht einfacher. In diesem Jahr hatten wir tatsächlich Glück und haben aus unserer Perspektive immer unterklassige Mannschaften gezogen und haben dann aber auch unsere Aufgaben einfach auch erledigt. Das darf man, denke ich, auch so sagen. Haben jetzt auch bei guten Regionalligisten gespielt, haben dort gute Ergebnisse erzielen dürfen. Und von daher ist es natürlich trotzdem was Besonderes, als einziger Zweitligist jetzt unter den Top 8 Teams im DFB-Pokal zu stehen. Das ist halt, es liest sich schon ganz gut, ja.